Müssen wir mal anfangen, oder? Ah, Quatsch, jetzt. Sorry. Manche Fragen mussten wir schon öfter drehen. Mein Name ist Freya Lichti. Und mein Name ist Alex Strohschnabel. Und wir sind hier in Laumersheim. Da ist mein elterlicher Betrieb zu Hause in der Pfalz, im Leininger Land. Wir haben 18 Hektar und die teilen sich auf in ungefähr 50% Weißwein und 50% Rotwein. Was uns, glaube ich, ganz wichtig ist, ist Präzision, Frische und Reintönigkeit. Und dass unsere Weine biologisch hergestellt werden. Irgendwann dann auch mal biodynamisch, aber das ist noch ein Weg bis dahin. Und da sind wir mittendrin. Ne? Freya und Alex sind sehr kluge, detailverliebte Winzer und das ist total wichtig bei der Biodynamie, die sie ja anstreben. Und kennengelernt haben sich die beiden bei Dr. Birkin Wolf und das ist einer der ganz, ganz großen Namen in der Biodynamie, ein absolutes Spitzenweingut. Und dazu kommt noch, dass die beiden auch so eine Lage haben wie den Laumersheimer Kirschgarten. Auch die ist in ihrer Region absolut Legende. Unser Venture-Abenteuer ist der Neustart unserer Marke. Wir haben ja eine Philosophie, wir haben eine Idee, wir haben das Ziel vor Augen und ihr könnt das begleiten, wie Lichti und Astro eine Marke wird. Und ich kann mir das eigentlich sehr, sehr gut hier auf dieser Flasche so vorstellen. Ja. Passt. Das Spannende an diesem Abenteuer ist die Umstellung auf die Biodynamie, weil das ein unfassbar komplexes System ist mit ganz, ganz vielen Regelungen und Vorschriften, zum Beispiel auch die Mondphasen, nach denen man so einen Betrieb dann ausrichten muss. Und das zu beobachten, wie das geht von einem normalen Weingut zu einem biodynamischen, das wird ein langes und spannendes Abenteuer werden.